Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Auf Snapchat haben sich das einige gewünscht und ich dachte, so kurz vor Weihnachten ist das vielleicht gar keine schlechte Idee, nämlich euch meine Geburtstagsgeschenke zu zeigen. Ich habe Ende November Geburtstag und zum einen gibt es da immer weihnachtliche Sachen, zum anderen ist es vielleicht auch ja, ein Giftguide. Vielleicht bekommt ihr Inspiration, was ihr verschenken könnt und wir fangen gleich mal an. Von der lieben Alex aus dem Rosamind-Laden in Fredenbeck, über den habe ich schon mal geschrieben, das verlinke ich euch hier unten, habe ich zwei Kringle Candle Daylights bekommen, und zwar Fresh Baked Bread, beides mal das gleiche. Und die gehen wohl in ihrem Laden nicht so gut und ich verstehe das gar nicht. Das ist so ein toller Duft. Es riecht nach frisch gebackenem Brot und ich liebe den, also so wie Toastbrot, würde ich mal sagen. Und ich mag den super, super gerne, weil ich backe mir kein Brot und ich esse auch nicht so oft Brot. Und den Duft ja, mache ich mir sehr gerne an, deswegen habe ich mich da sehr drüber gefreut und Kringle Candles sind eh super. Ich mache euch demnächst auch nochmal ein Video mit so ein paar Reviews und Duftbeschreibungen, aber im Moment bin ich noch fleißig am Abbrennen und Durchtesten. Dann habe ich von meiner Mama so ein Milchbad bekommen. Das sieht ganz süß aus, weil es ja, im ersten Moment dachte ich, ist das eine Teigmischung oder was ist das eigentlich? Und das ist Muku Zimt Vanille von das Seifenlädchen. Das leckere Milchbad mit viel Kakaobuttermilch und würzigem Duft. Also ich habe noch gar nicht dran gerochen, weil es noch eingepackt war. Oh, das riecht richtig gut. Ich glaube, das werde ich heute Abend mal ausprobieren. Dann nimmt man so ein bisschen was ins Bad, ist auch bis oben hin voll. Und es riecht ganz würzig, weihnachtlich und ja, zimtvanillig. Gefällt mir sehr gut, finde ich sehr lecker und ich müsste auch mal wieder öfter baden. Aber jetzt habe ich wieder mehr Zeit dafür und dann werde ich das genießen. Von einer Kollegin habe ich einen Adventskalender bekommen. Das ist ein Schoko-Adventskalender und eigentlich müsste ich den ja schon ja, ein paar Türchen aufgebraucht haben. Aber ich finde den so hübsch, dass ich mich das noch nicht traue. Den habe ich noch als Deko hier, als Weihnachtsdeko stehen. Vielleicht nehme ich den einfach mit in den Januar und benutze ihn da. Esse da jeden Tag ein Türchen. Dann habe ich noch länger was davon. Und im Moment habe ich ja genug Adventskalender. Also eigentlich reicht das. Den kann ich mir aufheben. Wo wir bei den Süßigkeiten sind, eine riesige Milka Oreo. Und sie hat auch bis jetzt nur so lange durchgehalten, weil ich noch immer dieses Video nicht gedreht habe. Aber jetzt habe ich es gedreht und ja, verabschiedet euch von ihr. Sie wird nicht lange überleben. Tanja hat mich am Wochenende besucht. Den Blog von ihr verlinke ich euch mal. Es ist ein sehr, sehr schöner Foodblog, shelikes.de. Und sie hatte mir einmal zum Geburtstag so eine Adventskalenderkarte zugeschickt. Ich finde das total niedlich. Die steht auf meinem Nachttisch. Und dann mache ich morgens immer ein Türchen auf und da sind so kleine, süße Bilder drin. Und das ist eine richtig schöne Idee. Also ich glaube, da werde ich nächstes Jahr... Nein, das geht gar nicht. Nächstes Jahr bin ich nicht da. Aber übernächstes Jahr auch mal schauen und vielleicht sowas auch mal verschenken, weil ich die ganz niedlich finde und die... Ja, nicht so viel Platz wegnehmen, ist keine Schokolade drin und trotzdem freut man sich jeden Tag ein Türchen zu öffnen. Und als sie jetzt zu Besuch war, hat sie mir noch ein Geschenk mitgebracht und zwar dieses coole Back-Kochbuch. Süße Überraschungen, feinste Geschenke aus der Küche. Also richtig coole Sachen drin. Es ist nach Jahreszeiten sortiert, zum Beispiel so Überraschungseier. Ich habe mir, wie man sieht, auch schon Notizen gemacht und Zettelchen, was ich gerne mal nach kochen oder backen möchte oder vorbereiten zum Verschenken. Macarons natürlich auch drin und zum Beispiel diese Karamell-Cookies. Boah, die sehen schon ziemlich gut aus. Und es sind wunderschöne Bilder drin, also kann ich, würde ich jetzt schon mal empfehlen. Ich muss natürlich nochmal nachbacken und die Rezepte ausprobieren, aber die Rezepte sind auch nicht so extrem kompliziert. Es sind keine extremen Zutaten, die man ja nirgendwo findet oder die man dann zu Hause hat und nie wieder gebrauchen kann. Also wirklich, ich glaube, ein sehr praktikables Buch und es sieht sehr, sehr schön aus. Wer mir auf Instagram folgt, der kennt Nina vielleicht. Ab und zu haben wir Dinner-Dates. Wir gehen immer nach Hannover irgendwo essen und das zeige ich dann natürlich auch. Und von ihr habe ich einen Gutschein bekommen für das Stubentiger-Café. Das ist unser Katzencafé hier in Hannover und da werden wir mal schön Kaffee trinken gehen oder frühstücken und vielleicht mal so einen kompletten Shopping-Tag daraus machen und Hannover-Tag, dass wir mal nicht nur einen Abend zusammen haben, sondern einen Tag. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich mag das Stubentiger-Café. Ich liebe ja Katzen, habe aber selber keine, weil es halt einfach... In der Stadtwohnung finde ich es nicht ganz so gut und ja, außerdem bin ich zu viel unterwegs. Also das würde ich keinem Tier antun wollen und auch keinem Nachbarn oder so, der dann ständig drauf aufpassen müsste. Aber im Katzencafé kann ich ja auch mal eine Katze knuddeln und gleichzeitig einen Kaffee trinken. Ich habe auch schon seit vielen Jahren eine Amazon-Wunschliste. Ich finde das super, super praktisch. Ich kaufe sowieso selber relativ viel über Amazon. Und da kann ich halt Sachen draufpacken in verschiedenen Preiskategorien und da können sich Leute halt dann was aussuchen, was sie mir schenken und dann
gefällt einem das. Und das ist ja trotzdem eine Überraschung, weil man nicht weiß, wer einem was schenkt und auch überhaupt von der Liste. Und eben von dieser Liste sind jetzt auch ein paar Geschenke. Zum einen von meinen Kollegen habe ich den Star Trek bekommen. Das ist, glaube ich, der zweite Teil von den drei neueren. Den ersten und den dritten habe ich und aus irgendeinem Grund habe ich den zweiten nicht. Deswegen habe ich den irgendwann mal auf meine Wishlist gepackt, weil das vom Preis her nicht so hoch ist. Und ja, jetzt habe ich das bekommen, freue ich mich sehr drüber. Ich bin ein riesiger Trekkie, also ich liebe Star Trek, ich habe alle Filme. Ich habe die Serien gesuchtet. Ja, absolut mein Highlight und da freue ich mich schon drauf. Den werde ich mir auf jeden Fall mal gemütlich in einem Abend nochmal anschauen zum dritten, vierten, fünften Mal. Ich glaube, einige der neuen Star Trek Filme auch zweimal im Kino gesehen und das will was heißen. Von meinen Eltern habe ich noch, auch von meiner Wishlist, so eine DVD mit Kaminfeuer, was ist da noch, Feuerwerk, da ist noch eine Winterlandschaft und auch eine Kerze drauf. Und ich war ja im Motel One in Hamburg, verlinke ich euch auch mal den Beitrag und bei Motel One ist es so, dass wenn man da reinkommt, auf dem Fernseher immer das Lagerfeuer brennt. Und das fand ich total schön und gemütlich und ganz oft sitze ich abends zu Hause und arbeite und hab dann nur Musik an nebenbei, um mich nicht ablenken zu lassen und so ein Lagerfeuer hat eine total entspannte, beruhigende Wirkung, finde ich. Und da ich hier keinen Kamin habe, mache ich mir den halt einfach auf dem Fernseher. Dabei ein Buch, also entweder arbeiten oder ein Buch lesen und das finde ich ganz cool. Und hier ist eben auch so, sind auch so weihnachtliche Sachen mit drauf. Ja, finde ich sehr cool. Werde ich mal die Tage reinmachen und dabei entspannen. Dieses Buch hier habe ich mir gewünscht und da freue ich mich auch sehr drüber. Das ist der Fettnäpfchenführer Australien. Wer es mitbekommen hat, ich werde nächstes Jahr 4 Monate in Australien und Neuseeland verbringen. Ein Großteil eben in Australien und dort rumreisen. Und da ist so ein Fettnäpfchenführer vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, das ist ganz witzig geschrieben, hoffe ich zumindest. Und da werde ich mich dann vorbereiten quasi. Ich habe schon andere Bücher über Australien gelesen. Ich habe noch ganz viele, die ich demnächst lesen werde. Ich liebe dieses Land. Ich war erst 3 Wochen da, aber habe mich sofort verliebt in die Natur, in die Tierwelt natürlich auch. Und freue mich riesig, dort eine längere Zeit verbringen zu können. Dazu werde ich dann aber später auch noch was sagen. Ich werde natürlich unterwegs auch euch mitnehmen, aber das ist noch eine ganze Weile hin. Deswegen erstmal vorbereiten und lesen. Und im Moment stecke ich noch in den Reiseplanungen und werde da vielleicht Mitte nächsten Jahres mal ein bisschen näher drauf eingehen auf dem Blog oder eben auch hier. Mal schauen. Ebenfalls für Reisen super, ein Selfie-Stick für meine Kamera, also für die, mit der ich gerade filme, die Canon G7X, die nehme ich ja immer mit zum Vloggen und auch so, ich habe damit auch schon mein Weihnachtsbaum-Video gedreht und das fand ich ganz angenehm. Das ist schön leicht und ja, manchmal braucht man halt einfach einen Selfie-Stick, es ist nun mal so. Und gerade wenn man alleine verreist, ist das durchaus hilfreich und angenehm. Also der ist sehr gut. Und was auch immer wichtig ist, eine Powerbank. Ich habe bisher nur so eine kleine, die reicht nicht für wirklich viele Ladungen. Und jetzt habe ich mal so eine richtig gute, die ist auch relativ schwer. Die werde ich auf jeden Fall in New York mitnehmen und da kann man es immer gebrauchen. Also besonders, wenn man Snapchat benutzt, dann ist der Akku halt relativ schnell leer. Und ein leerer Akku ist einfach ein Weltuntergang. Das geht nicht. Also Powerbank, ganz wichtig. Da ich ja, wie gesagt, so kurz vor Weihnachten Geburtstag habe, relativ kurz, genau 1 Monat, habe ich auch Dekokram bekommen. Ich habe einmal von Freunden, von meinen Eltern Geld bekommen und da habe ich mir ein paar schöne, schicke Sachen bei Chibo ausgesucht, die ich vorher gar nicht kannte. Das blende ich euch mal ein, weil die sind hier so hübsch dekoriert, die wollte ich jetzt nicht wegnehmen. Das sind so Würfel und einmal Lichtkegel. Und die sind sehr, sehr praktisch, denn die haben eine LED-Zeitschaltfunktion. Das heißt, wenn ich die abends um 6 anmache, brennen oder leuchten sie für 6 Stunden, gehen von alleine aus und am nächsten Tag gehen sie um 6 auch wieder an. Und das heißt, ich habe sie einmal angestellt und sie gehen immer an und aus von ganz alleine. Die Batterien halten, glaube ich, ewig. Es sind ja auch nur LEDs, die da drin sind. Und das finde ich super, super praktisch, weil jeden Abend diese Dinge einschalten, weiß ich nicht, ob ich da Lust zu hätte. Und so sitze ich hier abends und es ist dann schon dunkel, die Lichter gehen an und ich freue mich. Ich finde das sehr schön, sehr schlicht und edel. Meine Deko ist ja sonst eher amerikanisch bunt. Und dazu passt das andere Geschenk, was ich mir auch gewünscht habe. So einen sehr kitschigen amerikanischen Weihnachtskranz, der in meinem Flur hängt. Aber ich finde die schön. Ich finde die sogar sehr schön. Ja. Die Lichterkette im Hintergrund hatte ich auch auf der Wishlist. Meine Eltern hatten aber noch eine über. Deswegen habe ich sie ja quasi geerbt, geschenkt bekommen. Und für Videos finde ich die halt schön. Und auch abends, ich bin mal gespannt, wenn es nachher dunkel wird, finde ich das auch sehr, sehr schön. Ja, ich bin ein Weihnachtskitschmensch. Es ist einfach so. Und von meinen Mädels habe ich auch noch ein Blogger-Accessoire quasi bekommen, was einfach sein muss.
Jeder braucht eine Lightbox. Ich weiß, sie ist mittlerweile auf jedem Instagram-Account zu sehen, aber sie ist auch einfach wirklich schön und man kann sie individuell gestalten. Ich habe jetzt halt einen Christmas-Countdown eingerichtet und jeden Morgen, wenn ich meinen Adventskalender aufmache, dann ändere ich auch den Tag oder wie viele Tage es noch bis Weihnachten sind. Deswegen seht ihr jetzt ungefähr, wann ich das Video gedreht habe. Das hier kommt später online, wahrscheinlich in einer Woche erst. Aber das ist ja egal, wenn ihr seht, seid ihr noch näher an Weihnachten dran und das ist doch schön. Ein sehr süßes Geschenk habe ich von meinen Leuten aus dem Verein bekommen, wo ich Gewichtheben trainiere. Und das ist ein Einhorn. Also wir nennen uns die Mädels da schon länger Einhorn-Crew, schon bevor die Einhörner so richtig trendy wurden. Liegt daran, dass wir uns alle irgendwann mal die Hantel schön an den Kopf gehauen haben. Und naja, was passiert, wenn man hier eine Beule kriegt? Ein Horn. Und so kamen wir irgendwann drauf, dass wir Einhörner sind. Und ja, von der Unicorn-Crew und den Jungs aus dem Keller habe ich eben dieses geile Einhorn bekommen. Das ist plüschig und es ist eine Spardose. Und da ist auch was drin. Es klappert nicht, also es muss ein Schein sein. Ich habe natürlich schon mal reingeguckt. Und ich finde das total lieb und süß, dass sie an mich gedacht haben und mir was geschenkt haben. Und das Geld werde ich verwenden, um in Australien, Neuseeland dann mal ins Fitnessstudio zu gehen oder ja, mir so eine Tageskarte zu holen. Ich muss mal gucken, wie ich das dann noch mache. Ich werde sicherlich nicht so oft Sport machen können, wie ich das hier mache. Einfach auch, weil ich viel verreisen möchte und unterwegs sein mag. Aber hin und wieder werde ich mir das gönnen und dann werde ich hier dafür sparen. Und dann kommt auch hin und wieder mal was rein. Und das süße kleine Einhorn. Das letzte Geschenk kommt von einer lieben Freundin und ist quasi auch für meine Auszeit nächstes Jahr. Denn den habe ich mir gewünscht, weil ich ihn total schön finde. Bei ganz vielen Reisebloggern oder auch allgemein Instagrammern, YouTubern, Bloggern gesehen habe. Aber er ist halt auch einfach schön. Ja, ich habe jetzt auch so einen fancy Hipster-Rucksack von, ich habe keine Ahnung, wie das ausspricht, Fjällraven, Fjällraven, Kanken, whatever, I don't know. Egal, er ist schön. Ich weiß nicht, ob die Farbe gut rüberkommt. Die Farbe ist Ocean Blue, glaube ich, Ocean Green. Auf jeden Fall ist es so ein türkis, teal, blau, grün. Finde ich richtig, richtig schön. Und er sieht relativ klein aus, aber da passt gut was rein. Mein Laptop passt rein, das ist schon mal ganz wichtig. Und der ist wirklich ein kleines Raumwunder. Und sehr, sehr leicht vom Eigengewicht her, also perfekt für meine Reisen. Jetzt nach New York für einen Städtetrip werde ich ihn wohl nicht mitnehmen. Oder vielleicht als Handgepäck für den Flug. Ich glaube, da kann ich das machen. Dann nehme ich auch meinen Laptop mit. Ja, das ist eine gute Idee. Und den finde ich wunderschön. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, dass ich den bekommen habe. Der war auch auf meiner Wunschliste. Und ja, Ocean Green, hier steht's. Ja, es ist Ocean Green. Und ich freue mich sehr über diesen Rucksack. Und so denke ich immer an meine Freundin, die es mir geschenkt hat, während ich unterwegs bin und habe ganz lange dann was davon. So, das waren meine Geburtstagsgeschenke von ganz vielen verschiedenen Leuten, also Familie, Freunde, Kollegen, zusammengesammelt. Ich freue mich sehr über jedes einzelne Teil, es hat alles gepasst. Und wie gesagt, diese Wunschliste kann ich nur jedem empfehlen anzulegen und dann zu verteilen. Das ist super praktisch, man muss sie natürlich auch pflegen und sonst bekommt man vielleicht Sachen, die man gar nicht mehr haben will. Das wäre ja blöd. Ja, und ich werde jetzt hier wieder zusammenpacken und wünsche euch noch einen schönen guten Tag, Mittag oder Abend. Ihr könnt mir ja mal verraten in den Kommentaren, was ihr euch zu eurem nächsten Geburtstag oder zu Weihnachten wünscht.